So, hallo Leute, heute nur ein kurzes, naja, kurz weiß ich jetzt noch nicht. Jedenfalls ein Infovideo darüber, dass man, wenn einem Minecraft der Platz ausgeht, auch auf Logisim zurückgreifen kann oder Hades, Hamburg Design oder keine Ahnung. Hardware Design, irgend so. Und ja, die Links zu dem Programm findet ihr in der Beschreibung. Ich habe heute mal die Hack-Plattform, die im Buch The Elements of Computing Systems von Noam Nissan und Shimon Schocken beschrieben wird. Die Hack-Plattform, die beschrieben wird, in Logisim nachgebaut. Also gestern habe ich angefangen. Hilfe bekam ich von Viktor und Alex. Auch Links zu den Kanälen in der Beschreibung könnt mal vorbeischauen. Vor allem bei Alex. Victor hat noch kein Video. Der baut nicht. Der hat einen C64 daheim und macht damit lustige Scheiße. Ja, jedenfalls habe ich auch gleich mal ein Programm in die ROM reingeschrieben. Leider muss man die mit Hexcode editieren, was mich ein bisschen ankotzt. Also man muss den Taschenrechner nehmen, muss den Assembler zu Binary Code machen, was man allerdings mit dem mitgelieferten Assembler-Programm von der Buchsoftware bekommt. Kann man das in binär übersetzen, aber da Logisim nur hexadezimale Codes annimmt, muss man das alles nochmal nach hexadezimal rüberbringen. Bei dem Programm sind es, glaube ich, nur so 20 Zeilen, da macht es keinen Unterschied. Allerdings, wenn die Programme größer werden, könnte ich mir vorstellen, dass es richtig nervig wird, alles in Hexadezimal umzukodieren. Es gibt ein paar Hauptteile. Ich habe das Teil auch mal hochgeladen, wenn ihr euch umsehen wollt. Die CPU besteht aus den ALU, das ist auch nach dem Schema aufgebaut, wie es im Buch beschrieben wird. Aus den zwei Registern D und A, aus den ganzen Muxern, aus den In- und Outputs, aus den Jump-Befehlen und die ALU besteht aus sechs einfachen Operationen, aus denen sich größere Operationen zusammensetzen. Das Programm, das ich beschrieben habe, sieht in C so aus. Wir initialisieren zwei Variablen und addieren dann 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 100. Also alle Zahlen bis 100 zusammenrechnen. Rübergenommen im Assembler wird das dann so aussehen. Jetzt nicht verwirren lassen, das ist nicht der normale NASM von Windows, MASM, TASM. Das ist der Assembler der Hack-Plattform. Der sieht anders aus. Es gibt zwei Arten von Befehlen. Einmal die Compute Instructions, die haben kein Vorzeichen. Das wäre die hier zum Beispiel oder die hier. Und einmal eine A Instruction, das wäre die hier. Da ist ein Add davor. Rübergenommen in Binary wäre das so. Und in Hexadezimal sieht es dann eben so aus, wie es hier in der ROM steht. Ich werde mal auf Hertz laufen lassen und wir werden uns die CPU von innen anschauen. Wir mal schauen, ob es klappt. Das Endergebnis wird erscheinen, wenn hier die, ich glaube, 0 oder 1 steht. Sehen wir gleich. Ja, wenn hier die 0 steht, da sieht man immer ganz kurz einleuchten eine Minuszahl, die sich dauernd verringert. Wenn da die 0 oder eine 1 steht, hat das Programm aufgehört und hat sein Ziel erreicht. Wenn das Ziel erreicht ist, wird das Programm in einen unendlichen Loop wechseln und nur aus zwei Befehlen bestehen: Adresse laden, hinspringen, Adresse laden, hinspringen. Von hier wird die Adresse geladen in das A-Register und geht rüber zum Output von der ALU und wird auf den Jump geprüft. Also der Jump wird erzwungen. Wo sind wir schon? Eins und da, wir stecken im Jump fest. Ihr seht, diese drei Bits blinken und blinken und blinken und blinken und blinken und blinken. Weil sie einfach immer springen, geben wir den Sprungbefehl weiter, springt wieder zurück auf die Adresse und steckt jetzt hier zwischen der Zeile, ach Gott, 16 plus 2, 18 und 19 fest. Download-Link zu der Datei findet ihr in der Beschreibung. Und viel Spaß beim Rumbauen, Rumexperimentieren. Ciao.